Hier oben habe ich auf der Bühne jetzt fünf schwergewichtige Herrschaften, das ist nicht körperlich gemeint, zum Thema, die ich gar nicht so im Einzelnen vorstellen werde, weil ich es mir leicht gemacht habe. Ich habe die fünf nämlich gebeten, sich heute in Kurzvorträgen selbst vorzustellen. Trotzdem will ich ganz kurz sagen, wer da sitzt. Ganz außen Herr Thomas Müller vom Bayerischen Rundfunk, zuständig für das ARD und ZDF Jugendangebot Funk. Das Neue seit Oktober zu sehen, zu nutzen, genau genommen. Stefan Heckel, Geschäftsführer von Weiß Österreich. Sagen wir es so. CEE? Ja, okay. Aber Österreich auch. Ja, okay, super. Sandra Thier, Geschäftsführerin von den Diego Five Studios. Herr Kottmann, Google Deutschland, Leiter der Abteilung Medien und... Was Sie wollen, was wir wollen. DJ. Ich mache Medienpolitik. Medienpolitik. Und wir haben Stefan Weger da von der Stereo Digital One. Genau wie Sandra Thier, ein YouTuber-Vermarkter. Nein, ein Multichannel-Netzwerk. Ihr seid noch so ein bisschen am Beginn, Multichannel. Wir sind eigentlich mehr ein Channel und kein Multi-Channel-Netzwerk. Und okay. Bei uns geht es jetzt um Video im Allgemeinen. YouTube ist sicher ein Part davon, aber grundsätzlich Video im Allgemeinen, wie wir als Medienhaus mit Videos umgehen, das wirklich schon sehr, sehr lange existiert. Und wie wir uns das einfach, werden Sie uns auch gleich vorführen, gleich in einem vorführen. Kleinen genau. Beitrag. Zum Einstieg in diese zweite Runde wollen wir aber etwas hören über eine Studie, die der Fachbereich Medien der RTR GmbH in Auftrag gegeben hat. Wir wollten wissen, welche wirtschaftliche Bedeutung hat eigentlich das Wirken auf YouTube schon in Österreich? Und diese Studie führt durch FH-Professor Dr. Andreas Gebesmeier, er ist Leiter des Institutes für Medienwirtschaft der Fachhochschule St. Pölten. Und er wird uns, diese Studie ist noch im Laufen, aber er wird uns schon mal jetzt berichten, was so die ersten Erkenntnisse sind. Dr. Gebesmeier. Darf ich noch um die Folien bitten? Gut, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ja schon erwähnt worden, wir wurden von der RTR GmbH eingeladen, eine Studie durchzuführen. Die ist noch im Laufen. Was ist das Ziel dieser Studie? Es wurde auch schon erwähnt. Es geht zum einen natürlich um eine ökonomische Bewertung. Das ist schwierig genug, ich werde darauf dann auch noch im Detail eingehen, aber auch schon ein bisschen um eine inhaltliche Bewertung, also eben um die Frage, wie man denn diese Channels denn auch vielleicht unter diesem Aspekt, der von den anderen Medien her bekannt ist als Public Value, wie man die sozusagen eventuell auch unter diesem Aspekt analysieren kann. Das Ganze ist für uns auch Neuland, keine Frage, also das ist ja etwas, wo die gängigen Methoden der Medienforschung nicht mehr so richtig greifen. Fernsehforschung, da ist die Welt sehr aufgeräumt, da funktioniert der Datenzugang, da gibt es etablierte Methoden. Für uns ist das doch relativ neu und es gibt eine ganze Menge an Hürden zu überwinden. Methodisch sind wir so aufgestellt, dass wir zum einen natürlich uns versuchen, schlau zu machen über Angaben im Internet, also durch Online-Recherchen, dann gab es eine Reihe von Expertengespräche und jetzt sind wir dabei, gerade Channels bzw. dann auch die Videos zu analysieren in Stichproben natürlich. Die Zeit ist relativ kurz heute bemessen, das heißt, ich werde wirklich nur ein paar kleine Ergebnisse präsentieren können. Einerseits so einen kurzen, ganz kleinen Überblick über die Szene in Österreich.
Als Datenbasis dienten uns bislang die Angaben von einem Social Media Monitoring Instrument, das offensichtlich auch sehr weit verbreitet ist und sehr viel genutzt wird. Es ist, nennt sich Social Blade und es ist offensichtlich auch der einzige Anbieter, der Auskunft gibt über nationale Märkte. Man kriegt sehr viel Auskunft über einzelne Channels und auch Auskunft sozusagen über die Top Channels weltweit, aber nationale Märkte sind relativ schwer zu abzugrenzen. Die Zahlen sind wohl einigermaßen seriös, also die veröffentlichen jeweils die Top 100. Hier verwenden wir die Top 100 Most Subscribed, also da geht es sozusagen um die Abonnenten. Wir sprechen da in unserem Fall ungefähr von ja, 5- bis 6-stelligen Abonnentenzahlen. Es gibt ganz, ganz wenige, die schon im 7-stelligen Bereich sind. Es sind sozusagen die Top 100, also unsere Stichprobe umfasst 100. Es gibt zwei kleine Probleme, oder nicht einmal ganz kleine Probleme, sondern zwei Probleme, die man hier benennen muss. Das eine ist natürlich, Subscribed oder Abonnenten sagt jetzt noch nichts unbedingt aus über den aktuellen Erfolg. Es geht sozusagen auch darum, ob das Leute sind, die auch gegenwärtig im letzten Monat oder im letzten Jahr auch wirklich aktiv waren und entsprechende Aufrufe hatten. Das heißt, es ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass diese nationalen Charts, diese Top Austria, im Grunde genommen auf der Kennung beruhen, die die Channel-Betreiber selbst angeben. Und die ist nicht immer ganz zuverlässig. Wenn man sich es genauer anschaut, sieht man, es gibt aus irgendeinem Grund die Tendenz von osteuropäischen Channel-Betreibern, die unter der Kennung Österreich zu veröffentlichen. Was der Grund ist, wissen wir nicht. Möglicherweise werden die dann anders gerankt, keine Ahnung, aber die müssen wir dann mehr oder weniger händisch aussortieren. Das ist der Grund, warum wir von den Top 100 gleich mal 9 weggestrichen haben. Einer der Channels wurde mittlerweile auch gelöscht, es handelt sich um den Channel Guzi, ist wahrscheinlich bekannt. Die Tatsache, dass der den Betrieb eingestellt hat, ist aber noch unter den Top 100 gelistet gewesen. Ganz kurz eine Seitenbemerkung, wir versuchen jetzt in weiterer Folge auch noch andere Quellen anzuzapfen. Andreas Zommer ist heute auch bei uns, hat uns netterweise auch Zugang zu den YouTube-Statistiken verschafft, über die API sozusagen direkt die Daten abgefragt. Gut, kurzer Überblick, wie schaut der Markt in Österreich aus auf der Basis dieser Top 100? Das sind mal die Genres oder Kategorien, die auch wiederum von den Channel-Betreibern selbst gewählt werden. Das heißt, sie sind dementsprechend ungenau, aber sie geben schon einmal einen ersten Überblick darüber, welche die beliebteren Kategorien sind. Gaming, Entertainment und Music sind sozusagen die Hauptkategorien. Alle anderen sind deutlich kleiner. How-to and Style und People and Blogs könnte man sozusagen noch erwähnen. Wenn man dann mal ein bisschen genauer auf die Liste schaut, wer sich dahinter verbirgt, sieht man aber gleich, dass die Zuordnung, ja, will man sagen, doch relativ unscharf ist. Also Napalm Records könnte man natürlich sehr gut auch der Musik zuordnen. Auch andere sozusagen durchaus ein bisschen umgruppieren. Bis jetzt hatten wir es sozusagen nur mit den YouTube-Statistiken oder Metriken zu tun oder den Angaben, die quasi direkt über die API abfragbar sind. Alles Weitere ist jetzt sozusagen das, was wir in unseren Analysen händisch gemacht haben. Also wir haben uns ja diese Channels alle angeschaut und auch Stichproben von den Videos analysiert. Hier gleich mal ein Überblick über die gängigsten Formate. Wir haben es ja schon heute gehört, YouTube hat ja eine ganze Reihe von ganz neuen Bewegtbildformaten hervorgebracht. Kann es jetzt nicht im Detail erklären, ich glaube, sie sind ja auch im Wesentlichen bekannt, aber die beliebtesten sind oder die am meisten angebotenen sind die Vlogs, die Tutorials, die Let's Plays, also die ganze Gaming-Szene und so weiter. Also das ist sozusagen mal ein erster Eindruck davon, mit welchen Channel wir es zu tun haben. Ein anderer Aspekt, wir haben auch die Sprache kodiert.
ist auch gar nicht so trivial. Was heißt Sprache eigentlich? Das kann sein die Sprache der Channel-Beschreibung, des Titels. Wir haben hier die Sprache, also die verwendete Sprache in den Videos kodiert. Das heißt, tatsächlich auf der Basis der Videos versucht zu definieren, in welcher Sprache die Channels sind. Und da zeigt sich ein spannender Aspekt, dass eigentlich ein sehr hoher Anteil auf Englisch ist. Ist auch wieder nicht so überraschend, wenn dadurch natürlich der Markt viel größer wird. Nur 42% der Channels oder der Angebote auf den Channels ist in Deutsch. 6% sind zum Beispiel Channels, wo es gar keine Sprache gibt, sondern einfach zum Beispiel nur Musik. Schauen wir uns mal die Betreiber an. Auch nicht unspannend, wenn wir von YouTube und von YouTubern sprechen, dann sprechen wir meistens von Einzelpersonen, von denen, die wirklich begonnen haben, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer ihre Videos zu machen. Tatsache ist, dass natürlich auf YouTube eine ganze Menge an Medienunternehmen sich auch tummeln. Von Red Bull angefangen bis hin zu der Landwirtschaftszeitung, teilweise wirklich sehr, sehr erfolgreich auch. Das heißt, 34% sind eigentlich Medienunternehmen. Dann gibt es eine Reihe von Brands, die im Sinne des Content-Marketings auch Video-Channels betreiben. Der Rest dann Einzelpersonen, in 18% der Fälle konnten wir es auch gar nicht zuordnen. Hier noch kurz die Multichannel-Netzwerke, also das sind die Angaben, also wie gesagt, jetzt mal nur bezogen auf die untersuchten 90 Channels. Es gibt natürlich weit mehr Channels, aber also weit mehr Channels, die sozusagen mit Multichannel-Netzwerken verbunden sind, aber die sind sozusagen in unserer Stichprobe jetzt drinnen gewesen. Kommen wir zum eigentlich spannenden Thema, nämlich der Monetarisierung und der wirtschaftlichen Bewertung. Und da bin ich jetzt in einer sehr paradoxen Situation, als ich über Dinge rede, die wahrscheinlich viele da im Saal viel besser wissen, weil sie einfach nur auf ihren Kontostand schauen müssen. Also die YouTuber und auch die Multichannel-Netzwerke wissen da genauere Zahlen. Für uns Forscher ist es teilweise sehr, sehr schwierig, an diese Zahlen ranzukommen, aber es gibt natürlich einige Versuche, das ein bisschen anzunähern. Was wissen wir? Was wissen wir aus den Gesprächen und aus den Recherchen? Wir wissen natürlich ungefähr, was das für die werbetreibende Wirtschaft kostet, also für die Mediaagenturen. Da werden zum Beispiel relativ konsistent immer die 3 bis 8 Cent CPV berichtet, also die Cost per View. Das sind allerdings nur die Kosten, die anfallen, wenn das Video, also die Werbung wirklich bis zum Schluss angeschaut wird, also nämlich entweder 30 Sekunden oder wenn es kürzer ist, eben bis zum Schluss. Das ist natürlich nur in sehr wenigen Fällen wirklich so. In wie vielen Fällen wissen wir nicht, also es möglicherweise nur in 10%. Ein anderer Preis, der relativ konsistent immer wieder auch berichtet wird, sind die Kontaktpreise. Also in der Fernsehbranche spricht man ja vom DKB, vergleichbar eben jetzt mit dem CPM, da weiß man, dass das ungefähr so 6 bis 8 Euro kostet. Das sind jetzt quasi die Impressions, unabhängig davon, ob die Werbung jetzt wirklich bis zum Ende durchgesehen wird oder geskippt wird. Das Problem ist, nicht bei jedem Aufruf wird Werbung ausgespielt. Auch da ein großes Fragezeichen, bei wie vielen Videos ist das so? Unsere Recherchen zum Beispiel in der letzten Woche, vorletzten Woche, haben ergeben, dass eigentlich überhaupt nur bei 32% der Channels, die wir uns angeschaut haben, beziehungsweise der Videos, Werbung ausgespielt wurde. Also offensichtlich ist momentan der Werbemarkt so, dass es gar nicht so viele Anbieter gibt. Das heißt, da fällt dann auch noch einmal einiges weg. Dann gibt es natürlich das Problem der Adblocker, vor allem in der Gaming-Szene. Und ganz, ganz zum Schluss kommen dann natürlich auch noch einmal die 45% weg, die an Google gehen. Das haben wir heute schon gehört. Was bleibt unterm Strich?
über. Und das sind jetzt wirklich ganz, ganz grobe Schätzungen, die aber sozusagen auch in der Szene so thematisiert werden und berichtet werden. Also man geht da sozusagen von einer Obergrenze von ungefähr 2 Euro aus, die letztendlich für 1000 Views zu veranschlagen sind. Das ist sozusagen die Annäherung jetzt mal über die Mediaplanungsseite, über die Agenturen. Wie gesagt, mit ganz, ganz vielen Unklarheiten und Unsicherheiten behaftet. Eine andere Möglichkeit ist natürlich jetzt mit den YouTubern selbst zu reden, und das haben wir natürlich gemacht und haben mit einigen gesprochen, beziehungsweise auch einige Recherchen unternommen, und auch da wird uns sozusagen dieser 1 Euro für 1000 Views immer wieder berichtet. Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, also im Anschluss oder vielleicht auch in der Diskussion, wenn über sozusagen Einnahmen gesprochen wird, aber davon sind wir jetzt einmal für unsere Berechnung ausgegangen. Wenn man das jetzt umlegt auf unsere Stichprobe, 42 Channels in unserer Stichprobe haben überhaupt mal mehr als 1 Million Aufrufe. Das heißt, die haben nämlich im Monat, das ist, bezieht sich sozusagen jetzt auf die letzten 30 Tage, die sich über sozusagen die YouTube-Metriken auch erheben lassen. Das heißt, für die 42 Channels können wir annehmen, dass die ein Einkommen oder Einnahmen über 1000 Euro haben oder vielleicht noch 2000 Euro. Wenn man das alles zusammen summiert, also jetzt über die 90 Channels eine Summe bildet, also die Gesamtviews im letzten Monat, also in den letzten 30 Tagen, dann kommen wir sozusagen auf einen Gesamtumsatz von 250 bis 500.000 Euro. Interessant in diesem Zusammenhang ist der Aspekt, dass das natürlich auch wiederum sehr stark konzentriert ist. Alleine die Top 10, also die 10 reichweitenstärksten zusammen haben 150 bis 300.000 Euro, also eigentlich fast 2/3 dieses gesamten Umsatzes. Wie gesagt, alles nur sehr vorläufige Schätzungen. Schauen wir noch ganz kurz zum Letzten. Das, was ich bisher berichtet habe, ist sozusagen alles Partnerprogramm. Wir haben das vorher schon gehört im Vortrag vom Herrn Truppe. Jetzt sprechen wir sozusagen über die Sachen, die dazu noch kommen. Also alles, was sozusagen nicht mit YouTube direkt zu tun hat. Und das haben wir uns auch angesehen an unserer Stichprobe. Erstens Affiliate-Marketing. Was ist damit gemeint? Das sind die vielen Links, die sich entweder bei der Channel-Beschreibung oder bei den Videos selbst befinden. 40 Channels oder auf 40 Channels konnten wir das beobachten, also 40 von diesen 90, die wir untersucht haben. 28 Channels haben auf ihren Videos Produktplatzierungen, wobei hier sozusagen, haben wir uns immer eine Stichprobe angeschaut von den 5 wichtigsten Videos. Also 28 Channels mit Produktplatzierungen, wobei, und das ist ja auch schon hier mal angemerkt, nur 8, die sie auch kennzeichnen. Merchandising, eigene Webshops wurden auf 25 Channels wahrgenommen, und Crowdfunding oder Aufrufe sozusagen zum Crowdfunding oder zur Donation auf 18 Channels. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ein erster Versuch einer ökonomischen Bewertung dieses Marktes. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon gespannt auf die Diskussion. Vielleicht gibt es ja einige Ergänzungen und Korrekturen dazu. Herzlichen Dank. Applaus